Stefan Aust, geboren 1946. Man nennt ihn Deutschlands mächtigsten Journalisten. Die Polizei schießt Tränengasgranaten. Einige werden zurückgeworfen. Die Polizei setzt nach. Zwei Tage vor der Räumung, am Sonntagnachmittag, hatten wir diese Musikgruppe hinter dem Haus Winterfeldstraße 20 aufgenommen. Unter den Zuhörern war ein 18-Jähriger aus der Stadt Kleve am Niederrhein. Sein Name Klaus-Jürgen Rattay. 48 Stunden später war er tot. Unmittelbar darauf ist unser Team am Ort. Was ist hier passiert? So. Weinkunde. Na, klasse. Wissen wir, das ist hier? Weinkunde. Da kaufe ich immer Wein bei dem. Ich will mal sehen, ob dem das was sagt. Der hat sehr gute Weine. Macht einen sehr guten Chianti Classico. Und vor allen Dingen Reserva. Das ist der ehemalige Verfassungsschutzagent Volker von Weingraber aus der Schmücke-Affäre. Der die Branche gewechselt hat. Ja, der hat auf Kosten des Verfassungsschutzes in Berlin, hat er sich damals in der Toskana ein Weingut aufgebaut und hat den Namen verändert. Und ich habe ihn, als ich das Buch nochmal nachrecherchiert habe, habe ich mit dem geredet. Und seitdem kaufe ich von dem Wein. Und trinke ihn noch. Der ist sehr gut. Schon seit mehreren Jahren, da bestelle ich wieder was. Mögen Sie gerne Wein? Ja, nicht übertrieben. Also ich trinke schon gelegentlich. Vor allem der Reserva ist wirklich sehr gut. Aber sonstige Laster in diese Richtung sind Ihnen fremd. Sie rauchen nicht? Ich habe mal geraucht. Ich habe mal sogar ziemlich viel. Also mindestens eine Packung, wenn nicht mehr. Und da habe ich, als ich mit Spiegel TV angefangen habe, habe ich mit der Sekretärin, mit der ich das vorbereitet habe, die hatte einen Ehemann, der aus Amerika kam und immer jede Menge Zigaretten mitbrachte. Und da haben wir um die Wette gequalmt. Und dann habe ich mir gesagt, bei dem, was da auf mich zukommt, bin ich bald tot, wenn ich das nicht aufgebe. Es zeugt von Geschichtsbewusstsein, dass man sich in Schleswig-Holstein für die Wahl ausgerechnet den 8. Mai ausgesucht hat. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur ersten Sendung von Spiegel TV. Was für ein Aufstieg. Stefan Aust war bei der Zeitschrift Konkret, den St. Pauli-Nachrichten, war bei Panorama und Chef von Spiegel TV. Er hat seine Karriere keinem Netzwerk zu verdanken. Er hat sein eigenes Netz geknüpft. Seit 10 Jahren leitete nun Deutschlands wichtigstes Nachrichtenmagazin, den Spiegel. Montag, 11 Uhr. Die große Konferenz beginnt mit einer Gastkritik. Ein Ritual. Wie immer wird Aust von seinen Stellvertretern Martin Dörri und Joachim Preuß flankiert. Zu Gast heute der Präsident des VfB Stuttgart, Erwin Staudt. Als Vorsitzender der Geschäftsführung von IBM Deutschland, ach, Nachfolger von Hans-Olaf Henkel. Ja, nicht leugnen. Das brauchst du jetzt nicht. Das andere muss ich jetzt nicht vorlesen. Nein, das sind persönliche. Das nehmen wir jetzt wieder zurück. So, und ich weiß, Sie waren noch nie hier. Hier. Also Heftkritik heißt, dass Sie das Heft, wie ich vermute, rechtzeitig gekriegt haben und ganz oder teilweise gelesen haben. Und jetzt können Sie darüber sagen, was Sie wollen. Alles, was Sie jetzt gegen dieses Heft vorbringen, ich bin nicht verantwortlich, weil ich nicht da war. Nur prinzipiell. So, mal los. Ich bewerte den Spiegel anders wie ein Magazin wie Focus. Fakten, Fakten, Fakten. Das ist das Problem.
Ich will nicht nur Fakten, ich will das, was Sie an Emotionen rüberbringen. Und ich will dieses Gefühl haben, dass Sie mich bewusst zum Insider, mir etwas Vertrauliches berichten. Und das ist der große Unterschied in Ihrem Blatt und das müssen Sie pflegen. Und etwas macht mir Sorge. Haben Sie sich einmal die Frage gestellt, wer hat eigentlich die Meinungsführerschaft in Deutschland? Für mich war das Thema über lange, lange Jahre klar, der Spiegel hat Meinungsführerschaft gehabt. Der Spiegel war für die Leute ein Synonym für Gerechtigkeit und dass kein Schmuh passiert hier in dieser Demokratie. Und im Moment habe ich den Eindruck, dass sich die Fronten ein bisschen verwischt haben. Und so leid mir das tut, kann ich das jetzt sagen, wenn die... Ja, sagen Sie, was Sie wollen. So leid mir das tut, die Bild-Zeitung gewinnt in der Meinungsführerschaft die Oberhand. Das ist ein ganz schlimmer Vorgang. Das ist eine interessante Sache, Sie sagen. Wir haben vor einiger Zeit mal uns furchtbar darüber geärgert, morgens, als wir die Bild-Zeitung aufgeschlagen haben. Da ist immer so Gewinner der Woche und Verlierer des Tages. Und da wurde zitiert Carsten Uwe Heil, der damals scheidender Regierungssprecher war. Der sagte, was er an diesem Land so bedauert. Nein, der sagte, wurde zitiert damit, dass früher der Spiegel die Meinungsführerschaft hatte und jetzt hätte es die Bild-Zeitung so. Daraufhin haben wir uns wahnsinnig geärgert darüber und haben ihn uns bei passender Gelegenheit auch mal vorgenommen. Dann habe ich ihn ein paar Monate später getroffen in Amerika, sitzt er jetzt in New York, und kam irgendwie an und sagte, warum wir denn irgendwie so, immer so aggressiv gegen ihn wären und was denn überhaupt sei. Und dann habe ich gesagt, ach, da würde ich mich doch nicht so drüber aufregen, die Meinungsführerschaft hat doch jetzt die Bild-Zeitung, nicht mehr der Spiegel. Da sagte, ah, jetzt habe ich das verstanden, aber ich möchte was ganz anderes sagen. Ich wollte was ganz anderes sagen. Ich wollte sagen, als Charakterisierung für den Zustand dieses Landes ist, dass ganz häufig die Bild-Zeitung das ausdrückt, was in diesem Land passiert. Mhm. Das heißt, er meinte das ganz andersrum, als wir das damals aufgefasst haben. Ich glaube, das hat aber insgesamt sehr viel damit zu tun, dass in dieser nervösen Atmosphäre in Berlin sehr häufig die Politiker auf das reagieren, was die Bild-Zeitung gerade als neue Sau durchs Dorf treibt. Das ist vielleicht eher ein Problem der aufgescheuchten Politiker als der Meinungsführerschaft insgesamt. Mhm. Gut, dann nehme ich Ihnen das. Nehmen Sie mir doch noch mal Herrn Thuma. Ja. Gleich. Ja? Herr Thuma? Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, zur Eröffnung der Strecke Hamburg-Berlin eine Gastrede zu halten. Weil mein Engagement für die Beschleunigung dieser Bahnstrecke ist bei der Bundesbahn offenbar sprichwörtlich. So, bei dieser Angelegenheit fiel mir gerade ein, ist das nicht eigentlich auch ein Anlass für uns etwas darüber lustig zu machen? Ja, und dass die nun endlich mal fertig ist und wie lange das gedauert hat. Das ist am 12. Das ist am Sonntag, den 12. Und wenn wir am Montag, den 13. eine kleine Geschichte darüber machen würden, dann hätte ich es bei den Recherchen nicht so schwer, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich werde meine Rede selber schreiben, davon können Sie ausgehen. Man definiert sich ja als Journalist auch über die Themen, für die man sich interessiert. Also Werner Maus, Werner Meinhof, Hausbesetzerszene Berlin. Wie haben Sie sich in den letzten 10 Jahren, was das betrifft, verändert? Kann ich nur sagen, oh, sagte Herr K. und erbleichte, Sie haben sich gar nicht verändert. Ich glaube, ich habe mich, was die Themen, für die ich mich persönlich interessiere, habe ich mich überhaupt nicht verändert. Ich habe mich früher beschäftigt, ich habe mich immer beschäftigt mit den Bruchstellen der Gesellschaft. Die haben immer viel zu tun gehabt mit politisch motivierten Gewalttaten, sowohl individueller Art, also sagen wir mal Terrorismus damals, kollektive politische Gewalttaten mit der Geschichte des Dritten Reiches und der damals mangelnden Bewältigung. Ich habe viele Sachen zu dem Thema gemacht, Filbinger, nicht, Todesurteile, alles Mögliche. Habe mich mit solchen Bruchstellen immer beschäftigt und das ist dann im Grunde weitergegangen mit der Bewältigung der DDR-Vergangenheit. Also Stasi, habe mich sehr intensiv mit Stasi beschäftigt, mit der Aufarbeitung des DDR-Systems, mit IMs und offiziellen Mitarbeitern der Stasi,
bin, glaube ich, der Einzige, der einen amtierenden Minister der Bundesregierung als Stasi-Spitzel bezeichnen darf, nämlich Herrn Stolpe. Stolpe hat seit gut 20 Jahren als IM für die Stasi gearbeitet. Er war einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste IM der Stasi in der Kirche überhaupt. Sind Sie stolz darauf? Nein, ich bin nicht stolz darauf, dass der Bundesminister ist. Ich glaube, jemand, der... Ich bin stolz darauf, dass Sie das dürfen. Ich bin stolz darauf, dass ich beweisen konnte, dass das Gericht in der dritten Instanz, Kammergericht Berlin, mir Recht gegeben hat. Und mir Recht gegeben hat und ich eine Unterlassung nicht unterschreiben musste. Ich darf behaupten, Stasi ist ein Stolpe-Spitzel. Stefan Aust fällt beim Spiegel nicht als Autor kluger Artikel auf, sondern als, nicht immer bequemer, Manager. Unter größtem Druck trifft Aust Entscheidungen über Personen, Themen, Titel. Er entscheidet schnell und sicher. Eine Qualität, die man für den Job braucht. Aha, was macht denn diese junge Dame hier? Du siehst ja immer jünger aus. Hallo. Das gibt's doch nicht. Wir sehen uns so selten, das ist das Problem. Wenn man sich nur einmal alle 10 Jahre sieht. Ja, dann sieht man, wie man jünger geworden ist, nicht? Was, jetzt müsst ihr mir ja auch irgendwas Tolles einfallen. Lass es ruhig. Das kannst du ruhig sagen. Lass es ruhig. Was haben Sie da drauf? Jetzt suchen wir gerade nach Anregungen aus dem mathematischen Umfeld. Ja, und zwar... Möglichst was Intelligentes. Kann ja irgendwas mit einer optischen Täuschung machen. Ja, ja, das in die Richtung, da hatte ich gedacht. Es gibt ja diese Bücher, die versuchen wir auch gerade zu kriegen, das magische Auge, wo man Dinge erst beim zweiten Hinsehen erkennt. Mhm. Man könnte auch sowas hier Honig saugen. Naja, aber guck mal, das, bei den Sternen sind wir nämlich schon mal. Ja. Himmel ist immer gut. Das schreiben wir mal ganz groß drauf. Das 1+1 Problem. Die Originale. Das 1+1 ganz groß. Die stehen hier, die Originale dazu. Schreiben Sie mal da drunter. Die Magie der Zahlen. Magie. Der Magier der Zahlen. Nee, in 2 Zeilen. Ja, mach ich gleich. Erstmal zu Ende und? Und das Horrorfach Mathematik. Oha, jetzt sind wir aber... Ich muss versuchen, das, was mir an Informationen zur Verfügung steht, das, was ich an Erfahrung habe, möglichst schnell umzusetzen zu einer Entscheidung. So, ob das dann die richtige oder die falsche war, stellt sich meistens erst hinterher heraus. Wenn die Entscheidungen zu mehr als 51% im Laufe der letzten Jahre falsch gewesen wären, dann hätte ich sicherlich nicht mehr die Möglichkeit, weitere Fehlentscheidungen zu treffen. Das heißt, offenbar habe ich ein ganz gutes Gespür dafür, was die richtige und was die falsche Entscheidung ist. Tschüss. Ja, das ist sehr schön. Meinst du denn, dass man das lesen kann? Ne, das wird jetzt noch mal deutlicher. Das ist ja jetzt nur mal so ein bisschen gebastelt. Ginge, ne? Ja. Guck mal. So kommt er immer hier und legt es hin und sagt, dann ist es immer schön. Nein. Wie gut, dass du wieder da bist, Schifffahrt. Die Magie der Zahlen und das Horrorfach Mathematik. Das Ganze nennen wir das 1+1 Problem. Das ist schön. Ja, das ist gut. Und es ist auch irgendwie, spielt es wieder im Himmel hin. Ist immer gut. Ja, ja, es muss so ein bisschen. Ja. Jedenfalls wäre das denkbar, nicht? Ja, in dieser Richtung. Ja. Also wir können noch ganz was anderes nachdenken. Das nehmen wir jetzt erstmal zu den Akten und dann überlegen wir uns mal, ob uns was Besseres einfällt. Und wenn nicht, haben wir schon mal was. Ja. Dann geht abends beruhigter nach Hause, nicht, wenn wir schon mal was haben. Stefan! Ja? Ich hab Blumenkohl. Ja? Ja? Na, na? Wunderbar. Einmal rumgekommen und ich hätte gleich nochmal rumfahren können, ehrlich gesagt. Samstagnachmittag bei Stade, 1,5 Autostunden von Hamburg entfernt. Ein anderer Aust. Seit Jahrzehnten lebt Stefan Aust in 2 Welten. Er wuchs auf einem Bauernhof auf, das Land hat ihn geprägt. Er ist kein Visionär, erst recht kein Ideologe. Gerne gibt er sich als Realisten, als Macher.
Ist ja jetzt nicht irgendwo, sondern in der Nähe von Stade. Also hier sind Sie aufgewachsen. Ich bin hier in der Nähe aufgewachsen, ja. Nicht genau hier, aber wie gesagt, hier wohnen haben wir, meine Eltern und meine Geschwister und ich, haben wir vor 30 Jahren, oder 32 Jahren das mal gemietet. Achso, da ist noch was drin. Also, da ist noch was drin. Und ich kenne die Leute hier alle in der Nachbarschaft. Und bin eigentlich eher Bauer. Das Leben als Bauer erfordert Disziplin, bodenständige Werte und strenge Zeiteinteilung. Das ist jetzt Stroh über die Silage und so, das machen wir alles selber. So ist das Leben von Stefan Aust durch und durch organisiert, bis hinein ins Familienleben. Frau und die beiden Töchter, die auf Austs Wunsch bei den Fernsehaufnahmen im Hintergrund bleiben, haben bei der Pferdezucht ebenfalls ihre Aufgaben. Der Hof ist kein Ort des Müßiggangs. Das Familienoberhaupt ist stets in Aktion. Soweit. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen auftauen. Und dann kommt die Wascherei. Grünkohl waschen bin ich sehr eigen. Das ist aber für eine mittlere Kompanie, was Sie hier eingekauft haben, ne? Wir haben heute für, mal wieder, glaube ich, für 250 Euro Lebensmittel eingekauft. Also, von uns sind schon einige reich geworden hier. So, wo bleiben die, Herr Dörfen? Aha, was macht ihr denn hier? Das ist kurz hier. Ihr habt gerade gegessen? So. Nämlich mit den Mitarbeitern heute mal über das Arbeitsprogramm sprechen, was gemacht werden soll. Die Woche ist klar aufgeteilt. 5 Tage Chefredakteur, 2 Tage Pferdezüchter. Eines ist Stefan Aust immer, der Chef. Arbeitsbesprechung mit Bruder Martin und Mitarbeitern des Hofes. Muss man da mal ein Loch reinbohren und richtigen Haken dran machen. Daniel hat da einen Nagel eingeschlagen, so einen kleinen Stahlnagel. Und das donnert uns bestimmt bei Gelegenheit. Und da übrigens, da ist da noch Glas vor? Nee, das ist Glas. Ach so. Ja? Ja. Ist das. Der Hof ist mehr als ein Hobby. Die Pferde sind zum Verkauf bestimmt. Gefühle sind da hinderlich. Aust nennt Pferde Transporttiere. Er und sein Bruder hoffen, auf Auktion die Kosten für den Unterhalt des Hofes wieder einzuspielen. Vielleicht sogar mehr. Kein großes Geschäft, aber ein Geschäft. Und eines, das ihn und andere in Bewegung hält. So, der darf nicht so groß werden, ne? Passt die nicht. So, ich muss jetzt arbeiten. Aber noch eine Frage. Ja? Wir haben gesehen, wie Ihre Frau springt. Wir haben aber nicht gesehen, wie Sie springen. Warum? Ich kann das nicht. Warum nicht? Ich will es nicht. Ich habe eine Dienstanweisung von Rudolf Augstein vor 10 Jahren gekriegt. Er hat gesagt, lass dich nie auf dem Pferd filmen oder fotografieren. Warum? Sie kennen doch die Journalisten. Und er war selbst Journalist genug, weil man hinterher immer sofort der Herrenreiter ist. Auf dem Pferd gibt es bei mir keine Bilder. Ist es nicht Zeit, sich von Rudolf Augstein zu befreien? Nee, das wird, wenn ich vielleicht beim Spiegel ausgeschieden bin. Aber der schwebt immer noch über uns allen. Ja, ja. So, jetzt muss ich arbeiten. Fliegender Rollenwechsel. Stefan Aust zwischen Privat- und Berufsleben. Eine umstrittene Rolle. Ihm wird vorgeworfen, den Spiegel gegen Windenergie in Stellung gebracht zu haben, weil ihn persönlich Windmühlen stören. Oder gegen den Bau eines Airbus, weil ihn die Fabrik in seiner Nähe nervt. Ein PR-Mann in eigener Sache? Kein Vorwurf bringt Stefan Aust
schneller auf die Palme. Und gibt es einen Angriff, den man gelegentlich lesen kann, dass Sie sich bei journalistischen Arbeiten auch von Ihren privaten Interessen leiten lassen? Ich lasse mich immer von meinen privaten Interessen leiten, indem ich nämlich mit offenen Augen durch die Welt gehe und bestimmte Dinge sehe und dann Anregungen gebe, ob man diese oder jene Geschichte machen sollte. Das heißt, wenn ich irgendetwas sehe und ich fahre gerade durch Südamerika, dann rufe ich die an und sage, ich habe eine interessante Geschichte hier oder da gesehen. Wenn ich aufs Land fahre und sehe da irgendeine Geschichte, die ich für wichtig halte, dann gebe ich dieses als Anregung auch weiter. Mit meinen persönlichen Interessen hat es null zu tun. Null, absolut null. Texten für Spiegel TV. Quote, Auflage. Der jahrelange Druck hat Aust vermutlich so sehr geprägt wie das Leben auf dem Land. Er handle nicht mit Holz, sagt Aust, sondern mit Informationen. Er kauft und verkauft. Wie flexibel muss er als Händler sein? Wie fest in seinen Prinzipien? Wären Sie bereit, für eine Geschichte einen Vertrag zu brechen? Das ist eine völlig theoretische Frage. Wissen Sie, es gibt immer, sagen wir mal, eine Abwägung zwischen Aufwand und Ertrag. Das heißt, ich bin generell der Meinung, dass man bei der Beschaffung von Informationen, bei der Veröffentlichung von Geschichten alle Gesetze einhalten sollte, keine Leute bestechen, schmieren oder sonst was sollte, dass man die Recherchen, die man durchführt, jederzeit im Prinzip offenlegen sollte. Nicht? Man nennt keine Informanten, aber man müsste im Prinzip immer sagen können, das habe ich so und so und so gekriegt. Aber es kann natürlich Fälle geben, die möglicherweise von einer solchen Brisanz sind, dass man bestimmte Kriterien, denen man sich verpflichtet fühlt, sich nicht ganz so verpflichtet fühlt. Dass man sich überlegt, wie weit können wir hier gehen, und das kann man theoretisch nur sehr schwer sagen. Dann bis nachher, nicht? Seit über 10 Jahren führt Stefan Aust jetzt den Spiegel. Er hat den Angriff von Focus abgewehrt, die Auflage gesteigert. Eine Erfolgsgeschichte, aber nicht von Anfang an. Als Sie vor 10 Jahren Spiegel-Chefredakteur wurden, gab es, wenn ich mich richtig erinnere, Widerstand in der Redaktion. Erheblich. Warum? Naja, dass jetzt der großartige Spiegel sich einen neuen Chefredakteur holt, der vom Analphabetenmedium kommt, also vom Fernsehen kommt, wie viele das betrachten, speziell bei den Printobjekten, da ist der Spiegel, glaube ich, keine Ausnahme, kann ich nachvollziehen. Die kannten mich nicht, wollten mich vielleicht auch nicht kennen. Und ich glaube, sie fühlten sich ein klein bisschen gedemütigt, dass da jetzt jemand vom Fernsehen geholt wurde, um das zu machen. Und dann haben sie erwartet, dass ich anschließend sowas wie gedrucktes Fernsehen mache, was auch immer man darunter verstehen kann. Vom Widerstand ist jetzt nichts mehr zu merken, oder? Ach, man ist ja nicht immer einer Meinung, aber ich glaube, es gibt schon eine Mehrheit, die der Auffassung ist, dass ich das ganz ordentlich mache, und zumindest hat es eigentlich keinen weiteren Widerstand mehr gegeben. Und naja, so einfach ist das auch nicht. Es gibt auch nicht so wahnsinnig viele Leute, die sich das zutrauen, das wesentlich besser zu machen. Jedenfalls nicht bei uns, habe ich jedenfalls den Eindruck. Aber das kann sich alles ändern. Eine neue Woche, ein neues Blatt, ein neuer Gastkritiker. Das Ritual beginnt von vorne. Können wir das noch? Meine Aktentasche habe ich da drin, wahrscheinlich. Ja. Morgen hat alles bestens geklappt. Alles geklappt. Ja, gut. Jetzt ist der gelbe Pullover ausgezogen. Oh, also stehen Sie hier. Wollen Sie mal setzen und Wo ist denn Ihr zentraler Platz, von wo Sie die Redaktion
Dieser bescheidene Platz, dieser bescheidene ist meiner, aber der ist hier deswegen. Früher saß der Chefredakteur da. Ja. Und dann war ich mal in China und dann hat mir jemand was über, wie heißt es, Feng Shui erzählt und hat gesagt, jetzt zeigen Sie mir mal, wie Ihr Büro aufgeteilt ist. Ja. Und dann habe ich ihm das so aufgeteilt, hat gesagt, völlig falsch. Völlig falsch, Sie müssen Ihren Sitzplatz woanders hinsetzen. Warum? Und das kann ich Ihnen genau sagen. Wenn Sie hier sitzen, hier ist immer die Tür offen. Wenn Sie hier sitzen, gucken Sie zwar wunderbar aus dem Fenster, aber Sie können nicht sehen, was sich hinter Ihrem Rücken abspielt. Ja. So. Und wenn Sie aber hier, das ist der tiefere Kern von Feng Shui. So, und wenn Sie hier sitzen, dann können Sie die Geräusche, die von da sind, die können Sie lokalisieren, da können Sie sagen, was da ist. Und deswegen habe ich meinen Schreibtisch hier hingestellt. Und seitdem fühle ich mich sehr viel wohler. Bei dem Computerfabrikanten Nixdorf begrüßt Rudolf Augstein respektvoll seinen Parteifreund Hans-Dietrich Genscher. Wenn die Staatsmacht auf den Plan tritt, wird die Wandlung des allzeitkritischen Journalisten zum anpassungsbereiten Politiker am deutlichsten. Seitdem Rudolf Augstein für den Bundestag kandidiert, ist für ihn die Republik in Ordnung. Von Schönheitsfehlern wie einem möglichen Sieg der Gegner abgesehen. Die Ansprache auf dem Marktplatz in Reda missrät dem einst so obrigkeitsfeindlichen und stilsicheren Spiegelherrn zu einer provinziellen Huldigung an den Bundesinnenminister, der ihm regionale Wahlhilfe leistet. Lieber Hans-Dietrich Genscher, wir heißen Sie hier in Reda, Wiedenbrück, willkommen. Sie haben mal einen Beitrag gemacht für Panorama, NDR, über Rudolf Augstein. Danach hat er 8 Jahre mit Ihnen nicht gesprochen. Was war so schlimm an dem Beitrag? Ich glaube, er hat sich in dieser Rolle als Politiker sehr unwohl gefühlt. Sehr unwohl während des Wahlkampfes. Und ich glaube, dass die Gewissheit, dass er eigentlich dafür nicht geeignet ist, das hat ihm sozusagen den Spiegel vorgehalten, dieses Stück. Wie? Kommst du nicht selber lächerlich vor, warum? Ihre Schwestern anzusprechen? Warum nicht? Dass ich lache. Da lachen Sie. Dass ich lache, ja, da würde er wirklich lachen. Aber lachen Sie ein bisschen lauter. Ja, das kann ich auch noch. Bitte? Ach, Liebe. Sie hätten ja nur Angst, dass Ihre 5% lachen Sie ein bisschen lauter. Dass aus dem Bundestag jetzt rauskommt. Ich glaube, er war besonders beleidigt. Er war eigentlich über 2 Sachen. Das hat er auch gesagt. Das eine war der Schlusssatz. Der lautet nämlich irgend sowas, so hat das Ganze auch einen Hauch von Zeitvertreib, Zeitvertreib für Reiche. Das gefiel ihm überhaupt nicht. Und dann habe ich zitiert aus einer Wahlkampfanalyse, die die gemacht hatten. Den meisten Paderborner Wählern erscheint Rudolf Augstein, das ergab eine von ihm in Auftrag gegebene Imageanalyse, clever, zynisch und kalt. Dass er sich ausgerechnet den Barzelkreis für seine Kandidatur ausgesucht hat, registrieren Sie misstrauisch als Indiz für politischen Ehrgeiz und persönliche Eitelkeit. So versucht sich der Kandidat im Wahlkampf vor allem nett und bescheiden zu geben. Doch die Sympathiewerbung gelingt manchmal nicht so recht. Nein! Also bei ihm war es so ein gewisser Sarkasmus. Der ja, das würde ich schon sagen. Aber eigentlich zynisch war er nicht. Ist Ihnen das völlig fremd? Nein. Das nicht, aber ich möchte jetzt nicht irgendwie in die Gefahr kommen, mich damit Rudolf Augstein zu vergleichen. Das meine ich nicht. Also so einen gewissen Sarkasmus, glaube ich, habe ich auch drauf. Das glaube ich schon. Das können Sie im Übrigen auch an meinen Texten, also wenn ich so Moderationen mache oder so, kann man das sehr deutlich sehen, dass so ein gewisser Sarkasmus spielt sicher eine gewisse Rolle. Braucht man den? Naja, wissen Sie, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich über Sachen empören kann. Aber die Betroffenheit muss auch ihre Grenzen haben. Denn sonst können Sie ja so einen Job nicht machen. Also es ist ja, sonst ein bisschen ein Arzt, der kein Blut sehen kann, der soll den Beruf wechseln. Wieder Sonntag. Stefan Aust verzichtet heute auf die Pferdezucht. Die Geschichte mit der Bahn lässt ihn nicht los. Bei der Feier zur Rekordfahrt nach Berlin, Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Minuten, immerhin eine Bestzeit, und der Traum wird in Erfüllung gehen können, dass diese beiden großen deutschen Städte näher zusammenrücken können. Sie sehen und hören Herrn Stolpe. Mit ihm hatten Sie mal eine größere Auseinandersetzung. Überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Haben wir da was missverstanden? Da haben Sie wahrscheinlich was missverstanden. Mit Herrn Stolpe haben Sie nie eine Auseinandersetzung gehabt. Wir haben uns mit seiner Vergangenheit beschäftigt und hatten eine Menge Unterlagen. Um was ging es im Kern?
Es ging im Kern um seine Tätigkeit als IM-Sekretär für das Ministerium für Staatssicherheit. Als Chefredakteur des Spiegel hat man ja nicht nur Freunde. Haben Sie Feinde? Bestimmt. Bestimmt. Ich weiß auch, dass ich eine ganze Menge habe, aber ich werde sie Ihnen jetzt nicht aufzählen. Das bleibt auch gar nicht aus. Sie dürfen ja nicht vergessen, mit einem solchen Magazin, dafür ist es ja auch da, decken Sie Fehler auf, müssen Sie es auch. Das heißt, Sie schaden anderen Leuten. Das heißt, Sie decken irgendwelche Sachen auf, die andere Leute lieber nicht aufgedeckt sehen würden. Ich weiß, an welchem langen Hebel wir sitzen. Und ich weiß, dass eine Geschichte, die vielleicht richtig ist, also richtig recherchiert ist und die auch wirklich faul war, die kann natürlich durch diese Riesenwirkung, diese Vervielfältigung durch eine Veröffentlichung im Spiegel, kann auch über Dimensionen rausgepustet werden. Manchmal hat das dann auch Folgerungen, die mit dem Anlass eigentlich in irgendeinem krassen Missverhältnis stehen. Das heißt, wir stehen da an einer ziemlich großen Kanone. In diesem Sonderzug sind viele Politiker. Haben Sie eigentlich Freunde in der Politik? Sie sitzen neben Herrn Momper, ich frage. Auch wir kennen uns lange und wir waren auch manchmal schon anderer Meinung. Und manchmal hat die Zeitung schlecht über Herrn Momper berichtet. Leider. Natürlich war alles richtig immer bei uns. Rudolf Augstein hat mal einen schönen Satz gesagt, der heißt, der Journalist kann der Freund eines Politikers auf Dauer nicht sein. Das ist ein bisschen hart, aber in gewissem Sinne stimmt es natürlich auch, weil wir alle sehr viel miteinander zu tun haben, also Politiker und Journalisten. Wir sind aber natürlich dazu da, die Politiker kritisch zu begleiten. Und das führt nicht immer zu großer Freude auf der anderen Seite, aber das ist halt unser Geschäft. Und selbst wenn man sich persönlich gut und lange kennt, bedeutet das noch lange nicht, dass man unkritisch miteinander umgeht. Also Sie haben keinen Freund unter den Politikern? Kann ich eigentlich nicht so wirklich sagen. Nein, nicht richtig, nein. Ich freue mich, begrüßen zu können den Chefredakteur des Spiegel, Stefan Aust. Ja, lieber Herr Medorn, meine Damen und Herren, guten Tag, liebe Freunde der Geschwindigkeit. Dies ist ein denkwürdiger Tag. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn vor Beginn meines Ruhestandes erleben würde. Ich habe mich mit einer Erkältung weggeholt gestern auf dem Bahnhof. Ja. Zugig sozusagen. Und durch die Wartezeit wahrscheinlich noch mehr, ne? Ja, das war was von arschkalt. Was müssen wir nächstes? Rudolf Augstein hat mal auf die Frage, wo steht eigentlich der Spiegel, geantwortet, im Zweifel links. Wo steht, das ist dann, wo ja, steht der Spiegel heute? Auf dem Boden der Realitäten. So, dann schauen wir mal. Aust und Gabor Steingart, der Leiter des Hauptstadtbüros, sind mit Peter Müller verabredet, dem Ministerpräsidenten des Saarlands. Ein Mann mit Zukunft in der CDU. Realpolitiker trifft Realredakteure. Ein Hintergrundgespräch. Kontaktpflege. Wo ist er denn? Um die Ecke. Um die Ecke. Also reine Parteipolitik, reine Parteiinnenpolitik interessiert die Leute erkennbar weniger. Also ja. Außer selbst vor Wahl ist es häufig so. Die interessieren sich für das, was dahinter stattfindet, nicht? Für die Probleme, die damit zu tun haben. Nicht? Ob sie Leute in die Armut abstürzen oder nicht. Aber über diese Art von virtueller Politik, die wir ganz wesentlich betreiben, interessieren sich die Leute offenbar relativ wenig. Was für die Leute spricht. Also finde ich ehrlich gesagt auch. Dass die von der K-Frage mittlerweile auch gelangweilt sind, finde ich okay. Ja, und jeder weiß, irgendein Kandidaten oder eine Kandidatin wird es geben. Und die Wahrscheinlichkeit, noch vor der Wahl. Die Wahrscheinlichkeit, wer das sein wird, ist auch relativ groß. Das ist ja klar.
und dann wird man sehen. Sie haben doch da mal einen ganzen Vortrag, ne? In irgendeinem Theater damit bestückt, im Prinzip mit diesem Thema, virtuelle Politik oder Politik als Staatsschauspiel. Ne? Mit einer ja, Mensch, warte mal, das ist doch schwerstens in die Malaise geraten. Mit einer an Heuchelei nicht zu überbietenden Reaktion. Ja, ja. Auch Ihrer Berufskollegen. Nun wirklich, also das will ich überhaupt nicht bestreiten. Wir sind ja zum Teil auch Teil desselben Spiels. Ja, also peinlich. Nee, danke schön. Mir genügt das Wasser. Also das, da ist ja wirklich, das weiß doch jeder. Dass Politik inszeniert wird, weiß jeder. Und wenn das mal jemand sagt, es als Tabubruch anzusehen. Also. Naja. Das hatte natürlich was mit diesem Schauspiel im Bundesrat damals zu tun. Nicht darum ging es. Und da hat jeder seine Rolle gespielt und alle haben so getan, als sei es wirklich ernst gemeint. Na, ernst gemeint war es ja. Also, dass sich da der Ministerpräsident Stolpe, wenn ich mich recht entsinne, unsäglich politisch verhalten hat, fand ich sofort. Also ich weiß, wir haben uns anschließend, wir hatten ein Gespräch mit Schröder in Gera, nicht? Ich glaube in Gera. Und da hatte ich mich irgendwie wahnsinnig aufgeregt. Und hat auch gesagt, also ihr macht mir meine Verfassung hier nicht kaputt. So nach dem Thema. Wieder in der Chefredaktion. Von hier aus wird das Flaggschiff der Spiegelgruppe gesteuert. Und der Kapitän hält nebenbei Ausschau nach den Beibooten. Wollen wir uns nicht zu dritt mal einen Abend hinsetzen und mal alles Aktuelle besprechen? Also dann wäre es mir am liebsten, weil dann bin ich nämlich mal nach Hause, ich muss den Kindern ja auch mal guten Tag sagen, dass ihr bei mir vorbeikommt und dann gehen wir was essen anschließend, wie gehabt. Alles klar, ich würde mal sagen, ja wann wollt ihr? Ja. Okay, alles klar, gut, bis nachher, tschüss. Und ich komme nachher mal vorbei, nicht? Tschüss. Die Kinder mal sehen? Sehen Sie die häufig? Naja, ich war jetzt 4 Wochen alt. Nein, ich sehe sie morgens, ne? Morgens, bringen sie meistens morgens zur Schule, heute nicht. Weil ich gestern Abend lange unterwegs war. Ja? Ja? Herr Kiefer? Ja? Nee, dann komme ich runter. Alles klar. Ja, alles klar, bis gleich. Tschüss. Ich nehme mich mal in die Titelgrafik, oder? Kennen Sie das Gefühl des schlechten Gewissens wegen der Kinder? Da ich kein Gewissen habe, habe ich natürlich auch nie ein schlechtes Gewissen, das ist doch ganz klar. Nein, ich meine, sicherlich wäre es richtig, mehr Zeit für die Kinder zu haben, das ist gar keine Frage. Am Nachmittag, Krisensitzung. Ein Schreiben der Rechtsabteilung ist eingegangen. Im Ausnahmemoment habe ich 2x Fotos von Pfalz im Gefängnis gedruckt. Der Anwalt von Pfalz meldet sich jedes Mal und verlangt Unterlassung und Schmerzensgeld. Und der Hinweis darauf, dass Pfalz sich in einem dem Privatbereich zuzurechnenden Bereich aufgehalten habe. Das ist wirklich sehr schön. Das ist ja grotesk. Caroline lässt grüßen. Nicht? Das heißt, der Knast ist Herr Pfahls, der über Jahre flüchtig war, geschnappt worden ist, in Paris im Gefängnis sitzt, dort fotografiert worden ist, ist jetzt in seinem Privatbereich lässt im diese Knast. Fotos verbieten, weil das Gefängnis sein Privatbereich ist. Ich meine, grotesker geht es doch wohl kaum was. Tja, was nu? Also ich würde ja neigen, es darauf ankommen zu lassen. Aber vielleicht ist das... Naja, aber ich meine, das Risiko, was die Justiziarin da schildert, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Wenn wir das ins Jahresschlussheft, also in die Jahreschronik reinnehmen, da stehen wir plötzlich dabei und müssen bei ein paar hunderttausend Exemplaren ein Gesicht schwärzen. Ich will wissen, was dein Freund Prinz dazu sagt. Soll ich ihn mal anrufen? Ja, ob er uns in der Sache nicht vertreten könnte. Soll ich ihn mal anrufen? Ja. Könnt ihr mir mal Matthias Prinz geben? Ich möchte gerne Herrn Prinz sprechen. Ist der da? Eine Villa Grasse, nur im Gefängnishof. Wir haben also Herr Prinz ist im Gericht. Ach so, der ruft zurück. Der gehört auch hin, ja. Im Gericht, nicht vor Gericht. Ach so. So. Na gut. Ja. Also ja, ich würde es dann vielleicht in der Chronik erlassen. Jetzt mal ganz im Ernst, ich frage den mal. Stefan Aust ist mehr als Chefredakteur und Pferdezüchter. So. Er hat zahlreiche Medienunternehmen ins Leben gerufen oder den Spiegel daran beteiligt. Er pflegt enge Beziehungen zu anderen Verlagen wie Springer und FAZ und profitiert von Kurskorrekturen und davon, dass die Zeiten so unpolitisch geworden sind. Im Herzen ist Aust Unternehmer. Einer, der ständig auf vielen Hochzeiten tanzt, zuweilen auch im Vorbeigehen, wie hier bei Spiegel TV.
Oder tun die nur so? Staircase haben wir auch. Hallo? Hallo? Ja? Ja, geben Sie doch mal eben her, ja. Geben Sie mal eben her. Ja, aus. Mhm. Matthias, ich habe eine Frage an dich. Wir haben ein Problem mit den Anwälten von Herrn Fahls. Mhm. Du würdest sagen, der beruft sich. Das heißt, der beruft sich weniger auf das Caroline-Urteil, sondern eher als auf den Schutz der eigenen vier Wände. Und wenn man denn das Gefängnis als die eigenen vier Wände betrachtet, ist das im Sinne der alten Rechtsprechung oder so. Mhm. Mhm. Ach so, das ging um außerhalb der eigenen vier Wände bei Caroline und hier geht es innerhalb der vier Wände im Gefängnis bei Herrn Fahls. Eine ziemlich absurde Geschichte, nicht? Find's nicht? Wird sie ausprozessieren, nicht? Mhm. Seit vielen Jahren hat Stefan Aust mit Geschick an seinem Netzwerk geknüpft. Das Muster heißt Erfolg. Das Netz ist inzwischen so weit verzweigt wie nur wenige in Deutschland. Es trägt den Spiegel gut und seinen Chef ebenfalls. Sind Sie am Ziel? Wissen Sie, als ich vor 10 Jahren hier zum Spiegel gekommen bin und Rudolf Augstein mich hier hergesetzt hat, da habe ich natürlich mir überlegt, so jetzt ist das Leben eigentlich vorbei. Sozusagen der dynamische Prozess, irgendwie weiterkommen zu wollen, der ist jetzt irgendwie, wenn Sie so wollen, am Ziel. Wie langweilig. So. Dann habe ich aber sehr schnell gemerkt, dass das Ziel nicht darin besteht, Spiegelchefredakteur zu werden. Das wollte ich nie werden. Ich habe irgendwie erahnt, das könnte mich mal erreichen, könnte mich mal ereilen, dieses Schicksal. Aber es war nicht so, dass ich an diesem Ziel gearbeitet habe. So, und jetzt bin ich in einer Position, wo das Ziel in ganz anderen Dingen besteht. Es besteht darin, das Ding vorne zu halten, die Qualität so gut zu machen, wie es irgendwie geht, auch dafür zu sorgen, dass die Auflage ordentlich ist und dass einigermaßen Ruhe im Haus ist und dass wir reflektieren die Ereignisse, die um uns herum passieren, dass wir einfach einen guten Journalismus machen. So, Jungs und Mädels, da bin ich wieder. Hallo. Vor Ort. Hi. Sag mal, wie ist es? Ja, Sie können ja gut, mal gucken. Bestens. Wie fühlst du dich eigentlich in der Jury? Okay. Ja, bis dann, tschüss. Weil du bist der Einzige, der nicht Chefredakteur ist, der in der Jury drin ist. Frau Heidenreich auch nicht. Ja. Ich habe mit Prinz gesprochen. Der hat gesagt, dadurch, dass das Foto und die Fotos mehrmals veröffentlicht worden sind, ist die einstweilige Verfügung kein Instrument mehr, weil es keine Eilbedürftigkeit mehr gibt, weil das Foto ja mehrmals veröffentlicht worden ist. Das können wir in Seelenruhe bis zum Bundesgerichtshof ausfechten. Also ich glaube, wir sollten das riskieren. Ja. Ja, du bist ja der Chef, Stefan. Na, du. Dir wird es ja vom Gehalt abgezogen. Ja, genau. Das wird schön, du. Du musst erst das Gehalt ein bisschen aufstocken. So, ja. Jetzt werde ich mal... Wo ist Dörri auch da? Na, Jungs? Wird, dann lassen wir sie ab. Doch, das hat eine sehr hohe Resonanz.